Diese Schule haben Sie gebaut. Die neue werden wir errichten. Und das kostet Sie keinen Dollar, Ma'am. Aber wir bauen sie woanders. Denn die kommen wieder. Nein, wir haben uns entschieden, wenn Sie gestatten. Wir bauen sie hier wieder auf und nirgends sonst. Es wird eine neue Schule, wo die Kinder was lernen. Und auf die wir stolz sein können. Wir bauen hier auf Mont Royal. Oh, Isaac. Und wenn diese Teufel es noch einmal wagen, dann werden wir vorbereitet sein. Dann wehren wir uns. Ja. Vielleicht begehen wir damit einen schweren Fehler. Aber trotzdem, wir brauchen die Schule. Mrs. Main. Ich habe hier ein Telegramm für Sie, Ma'am. Es kommt von George. Hazard. Bradley! Das ist ja schrecklich. Constance ist von Alcana Bent ermordet worden. Madeline, ich bitte Sie, überstürzen Sie nichts. Ich glaube, Sie haben nicht alles gelesen. Hier steht, dass es am Freitag passiert ist. Die Beisetzung findet heute statt. Es gibt keine Möglichkeit. Oh Gott. Er ist am Donnerstag gefahren. Das wird er sich niemals verzeihen. Dieser verdammte Alcana Bent. Sie kennen Bent? Ja, leider. Dieser Mann ist wahnsinnig. Und ich fürchte, dass er zu allem fähig ist. Sie glauben, dass er auch Ori getötet hat, nicht? Ja. Ich weiß, dass er es getan hat. Zusammen mit Ashton. Ich muss zu George. Miss Madeline? Wir sind hier, Titus. Ich fahre. Er braucht mich jetzt. Madeline. Madeline, warten Sie. Ich muss Ihnen noch etwas sagen. Die letzten Worte des Telegramms lauten, bitte nicht kommen. Und die Unterschrift lautet kurz und bündig George Hazard. Miss Madeline? Das erste große Floß ist gerade angekommen. Ich habe noch nie so viele Baumstämme auf einmal gesehen. Isaac hat gesagt, Sie sollten mal runterkommen. Sie haben hier Pflichten, Madeline, und Verantwortung. Wir brauchen Sie. Machen uns um dich große Sorgen. Warum willst du den ganzen Tag abseits stehen? Du solltest deinen Freunden für ihre Anteilnahme danken. Nicht jetzt, Isabel. Isabel, George hat einen schweren Verlust erlitten. Alle haben für ihn Verständnis. Aber hier sind heute alle Männer versammelt, die für die Zukunft Amerikas entscheidend sind. Und wenn er einen Sitz im Repräsentantenhaus anstrebt, dann sollten wir versuchen, die Situation auch zu unseren Gunsten zu nutzen. Sie ist eine umsichtige Frau, George, die auch an deine Zukunft denkt. Du weißt auf Vorzüge hin, Bruder, die mir bisher entgangen sind. Stanley? Du magst mit deiner Position im Freedman-Büro vielleicht zufrieden sein. Ich bin es nicht. Oh, mein Liebling. Kämm dir noch mal die Haare, mein Schatz. Ich habe Pläne für unsere Zukunft und ich denke auch an unseren Wohlstand. Staatssekretär Stanton. General Grant. Und der verehrte Senator Stevens. Es ist für uns eine große Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. Mrs. Heather. Stanley, schön, Sie zu sehen. Stanley, ich darf Ihnen zu Ihrer großartigen Arbeit gratulieren, die Sie im Freedman-Büro leisten. Wir sind stolz auf die Fortschritte, die Sie bei der Sklavenbefreiung erreicht haben. Stanley würde auch größere Aufgaben zu Ihrer Zufriedenheit lösen. Aha. Und nun entschuldigen Sie uns bitte. Auch die anderen Gäste fordern Ihr Recht. Ah, Mr. Jackson.
gebe mir die allergrößte Mühe, um deine Karriere zu fördern, aber du rührst nicht einen Finger. Ich fühle mit George. Auch ich empfinde den Tod von Constance als einen Verlust, Isabel. Sie hat sich herzlich wenig um uns gekümmert, das weißt du genau. George ist mein Bruder. Er wird nur leider wenig tun, um dir zu helfen. Es wird Zeit, dass wir anfangen, uns selbst zu helfen, Stanley. Und deswegen werde ich in den nächsten Tagen in den Süden reisen. In den Süden? Oh. Du willst deine Kriegsgewinne anlegen. Alle Hazards haben von diesem Krieg profitiert. Und dank meiner Voraussicht verfügen wir im Süden über etwas Kapital, für das wir preiswertes Land erwerben sollten. Dein Büro könnte uns unterstützen. Dafür ist dieses Amt nicht geschaffen worden. Das Land ist für frühere Sklaven, nicht für reiche Weiße. Ach, Liebling, Stanley. Diese Sklaven werden doch wohl kaum den gesamten Süden aufkaufen wollen, oder? Warum gehen wir nicht nach oben? Dann können wir über alles in Ruhe reden. Wir haben uns in letzter Zeit so wenig Zeit für uns genommen. Guten Tag, Edwin. Mr. Hazard hat mich gebeten zu kommen. Der General ist in der Bibliothek, Mr. Quinlan. Er erwartet Sie. Guten Tag, Mr. Quinlan. Dieser Ira hat überhaupt keine Manieren. Aber er ist ein ausgezeichneter Vorarbeiter. Ich übertrage Ihnen für Hazard Iron die volle Verantwortung. Das möchte ich. Meine gesamte Korrespondenz wird an Sie weitergeleitet. Und Sie werden für Mrs. Madeline Maine ein Konto bei der Charleston Bank einrichten. Sie werden ihr alles beschaffen, was sie braucht oder verlangt. Verfahren Sie, als wäre alles Ihr Eigentum. Aber George, ich bin nur ein Vorarbeiter. Sie sind dieser Aufgabe gewachsen, Jack. Und Sie sind im Moment der Einzige, dem ich vertrauen kann. Ihrem Bruder werden Sie doch wohl. Aber der Schlange, mit der er verheiratet ist, traue ich nicht über den Weg. Wenn sie irgendetwas einfädelt, will ich es sofort erfahren. Ich zähle auf Sie, Jack. Es fällt mir zurzeit schwer, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich nur ans Essen denke, wird mir schlecht. Ich schlafe kaum noch. Und wenn ich doch mal einnicke, wache ich schweißgebadet auf und frage mich, warum nur? Warum war ich nicht hier? Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, Jack. Ja? Sir, der Pinkerton-Detektiv ist da. Danke, bitten Sie ihn herein. Agent Jupiter Smith. General Hazard, Sir. Der Krieg ist vorbei, Mister reicht völlig aus. Das ist Jack Quinlan, mein Partner. Bitte setzen Sie sich. Ich komme gerade von der hiesigen Polizei. Dort sagte man, dass Sie mir vielleicht noch genaueres über Mrs. Hazards Mörder sagen könnten, Sir. Arcana Band ist ein brutaler, hinterhältiger Mensch. Er ist unberechenbar und macht auch vor Frauen und Kindern nicht Halt. Vermutlich hat er sogar Freude daran. Sehen Sie, wir waren zusammen in West Point. Er, ich und Ori Main, der dann für den Süden kämpfte. Für mich steht fest, dass er auch Ori getötet hat. Er ist von ihm ebenso niedergestochen worden wie meine Frau. Wissen Sie auch, dass Band im Grunde hinter mir her ist? Er hat ja mehrere Wochen lang auf meine Rückkehr gelauert. Und welches Motiv hat er? Ori und ich haben seine Entlassung aus West Point bewirkt. Er wirft uns vor, dass wir seine glänzende militärische Karriere zerstört hätten. Und er hat auch noch geschworen, er würde sich an Charlie rächen. Wer ist Charlie, Sir? Charlie Main, Oris Cousin. Er hat kurz vor dem Krieg unter Band gedient. Er verfolgt mit seiner Rache unsere beiden Familien. Dann wird er vielleicht wieder auftauchen und es noch einmal versuchen. Oh nein, das wird er nicht. Denn von Ihrer Organisation erwarte ich, dass er bis dahin längst aufgespürt worden ist. Und wenn Sie wissen, wo er steckt, gehört er mir. Verfolgen? Er hat ein Näschen dafür. Irgendwie spürt er es. Ist das wahr? Ja, ich merke das. Merkst das? Also ich sehe niemanden, der hinter uns her ist. Wenn man sie erst sieht, ist es meistens schon zu spät. Wir werden bald unser Nachtlager aufschlagen. Und dann genehmigen wir uns einen Schluck vom Weißwhisky. Ist vielleicht die letzte Gelegenheit. Ja. Sie sind ein unverbesserlicher Optimist, was? Wenn Sie es sagen. Gute Nacht, Jack. Werden Sie kommen? Nicht heute Nacht. Aber Sie sind da. Das ist Ihr Land und Sie wissen, wo wir sind.
Sag mir das Losungswort und mach das Zeichen. Wesley, hast du total den Verstand verloren? Wir kennen uns von Kindesbeinen an. Na und? Ohne das Losungswort und den geheimen Griff kommt hier niemand rein. Verdammt nochmal! Freiheit, Wesley, Freiheit! Guten Abend, Isaac. Guten Abend. Wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen. Gentlemen, ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten, Gentlemen. Gentlemen, bitte! Ich eröffne die Versammlung des Union League Clubs Ashley River District und bitte um Ruhe! Also, Mr. Andrew Johnson ist unser Präsident, nachdem Mr. Lincoln erschossen wurde. Aber Mr. Johnson ist ein den Idealen des alten Südens verpflichteter Demokrat. Er sähe es am liebsten, wenn ihr auf eure hart erkämpften Rechte verzichten würdet. Politisch und auch was den Grundbesitz angeht. Er wehrt sich gegen euer Wahlrecht. Vor wenigen Tagen erst hat er eine Amnestie verkündet. Er hat all jenen verziehen, die uns so lange unterdrückt haben. Aber die Republikaner, und das sind wir alle, Freunde, wir wollen euch so hoch emporsteigen sehen, dass ihr eine Treppe heruntersteigen müsst, um in den Himmel zu gelangen. Wer sind eure Freunde? Die Republikaner! Und wer ist der Feind? Die Demokraten! Freiheit, Linken, Liga! Freiheit, Linken, Liga! Freiheit, Linken, Liga! Freiheit, Linken, Liga! Freiheit! Freiheit! Linken! Linken! Freiheit! Freiheit! Linken! Linken! Freiheit, Linken, Liga! Freiheit, Linken, Liga! Noch eins, meine Freunde! Wir müssen leider sehen, dass auch heute noch Sklaven existieren, weil immer noch jene existieren, die sich als ihre Herren aufspielen. Wie viele von euch arbeiten noch immer für ihre früheren Herren? Seid ehrlich! Steht auf und meldet euch! Werdet ihr für eure Mühen entlohnt? Wir bekommen unseren Lohn. Miss Madeline hat es uns versprochen. Doch das ist nicht alles. Wir erhalten mehr als bloß den Lohn. Mehr als bloß den Lohn? Was gibt es für harte Arbeit Wichtigeres als bares Geld? Ist euch denn nicht bewusst, dass ihr durch die Republikaner vom Joch der Sklaverei befreit worden seid? Was kann es für harte Arbeit Wichtigeres als bares Geld geben? Selbstachtung. Wir sind auf uns stolz. Verstehe, Sir. Dazu kann ich nur noch eins... Wir haben alles gehört, was Sie zu sagen hatten. Mr. Claudel, jetzt hören Sie mir zu. Setzt euch alle wieder hin. Sie sind noch nicht so lange hier und kennen die Verhältnisse nicht so gut, weil Sie aus dem Norden kommen. Aber Sie sollten sich alles sehr genau ansehen und gut zuhören. Was wir heute hier tun, was wir geben, das tun wir und das geben wir, weil wir es wollen. Es ist nicht mehr so wie vor dem Krieg. Alles hat sich verändert. Wir sind jetzt frei, endlich. Und freie Menschen wählen. Was ist die Freiheit eines Menschen wert, wenn er nicht wählen kann? Wo wollen Sie denn hin? Warten Sie! Warten Sie! Also, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber dieser Mann... Sir, wie ist Ihr Name? Isaac Kano. Was Sie gesagt haben, ist wahr. Wie ihr alle wisst, hatten wir heute vor, unsere Delegierten für den Januarparteitag in Charleston zu wählen. Ich glaube, dass wir hier in Mr. Kano unseren ersten Delegierten gefunden haben. Was hast du denn da? Das hier ist eine Bodenprobe. Ich habe sie von Mont Royal. Ich bringe sie zur Bank und da wird sie von Fachleuten untersucht. Wenn die Ergebnisse vorliegen und der Kredit zugesagt ist, werden wir wieder reich sein. Aber Mont Royal gehört Madeline. Was soll das? Madeline lebt dort. Aber das wird sich bald ändern. Oh Gott, Cooper.
Sie ist keine Blutsverwandte. Mont-Royal gehört immer noch unserer Familie. Cooper, ich dulde keinen Widerspruch. Merkt ihr das ein für alle Mal? Was ist bloß aus dir geworden, Cooper? Ich habe meine alte Kraft zurückgewonnen. Es tut mir leid, Cooper. Sie wissen, welchen potenziellen Wert Sie da in Ihren Händen halten? Durchaus. Aber ich weiß auch, dass Sie bisher jedenfalls über keinerlei Rechtsanspruch auf Mont-Royal verfügen. Ich bedauere, Cooper, aber ich kann Ihnen kein Geld auf etwas leihen, das Ihnen nicht gehört. Oh, Champagner, wie köstlich. Hast du nicht verstanden, Ashton? Aber natürlich habe ich dich verstanden, mein liebster Fan. Aber eine so kleine Verspätung wirst du mir doch wohl bitte nachsehen. Champagner, bitte. Ich danke dir. Mmh. Oh mein Gott. Oh, das Modell Ashton. Oh, mein über alles geliebter Mann. Wem soll ich mal eben... Willst du mal hören, wie es klingt? Oh ja, bitte. Das ist natürlich ein Einzelstück, das wir hier vor uns haben, aber ich hoffe, dass es bald mehr werden. Diese Instrumente werden in allen Freudenhäusern stehen, in allen Saloons auf der ganzen Welt. Und niemand wird ihrem Klang widerstehen können. Genauso wie mir. Ich habe den Namen nicht zufällig gewählt. Und jetzt gibt es Champagner für alle. Ja, okay. Auf meinen bemerkenswerten, genialen Ehemann und Partner, der mich, der uns allen zu Reichtum und Wohlstand verhelfen wird. Auf das Ashton-Piano. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Woher hattest du für dieses Kleid das Geld? Tja, weißt du, ich habe von Zeit zu Zeit ein wenig auf die hohe Kante gelegt. Wenn du wieder mal was angespannt hast, gibst du es mir. Ich bin keine Sklavin-Fan. Nein, du bist eine Hure. Und in dieser Aufmachung siehst du auch genauso aus. So denken aber nicht alle. Du kennst inzwischen schon alle. Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du Mont-Royal je wiedersehen willst, verpulvere nicht so viel Geld. Du weißt, dass wir alles, was wir hatten, in den Aufbau dieses Geschäfts gesteckt haben. Wir haben keine Reserven mehr. Aber wir werden bald ziemlich reich sein. Und ich wollte mich für meinen Mann doch nur ein bisschen hübsch machen. Noch sind wir nicht verheiratet. Du tust mir weh! Und du machst mir Angst. Also das verstehe ich nicht. Immerhin hast du kaltblütig einen Mann erschossen. Er war ein widerliches Schwein, das ich gehasst habe. Und das ist für dich ein Grund, einen umzubringen? Versuch, dich in Zukunft zu beherrschen. Oder du wirst dein Zuhause nie wiedersehen. Wart's ab, du kennst mich nicht. Ich kenn dich genau. Du bist heimtückisch, du bist geldgierig und furchtbar eitel. Aber manchmal finde ich dich amüsant. Wir sollten elegant essen gehen. Dieses Kleid verdient gesehen zu werden. Na komm schon. Wenn du darauf bestehst. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich sehr, mein Freund. Ich bin auf der Suche nach einem alten Kriegskameraden. Sein Name? Charles Maine. Er hat auf Seiten der Konföderierten gekämpft und ist vor kurzem hierher versetzt worden. Der Ohrring beeindruckt Sie, nicht? Er ist ungewöhnlich, ich weiß. Er gehörte meiner geliebten, verstorbenen Mutter und ich habe Angst, ihn zu verlieren. Nun, dann werde ich mal sehen, was ich über Ihren alten Kameraden rausfinden kann. Sehr liebenswürdig. Sie haben Glück, Sir. Ich glaube, ich habe da was gefunden. Ihr Freund hat hier gedient, und zwar unter dem Namen Charles May. Er ist dann desertiert, aber Präsident Johnson hat ihn auf Bitten von Brigadegeneral Duncan begnadigt. Brigadegeneral Duncan, können Sie mir sonst noch irgendetwas sagen?
General Duncan steht mit ihm in brieflichem Kontakt. Wollen Sie die Adresse haben? Ich wäre Ihnen sehr verbunden, Sir. Haben Sie vielen Dank. Was wollte dieser Mann? Er hat nach einem Freund gefragt, Sir. Für weitere Nachforschungen habe ich ihm die Adresse von General Duncan in St. Louis gegeben. Ich habe mich nicht getäuscht. Ich glaube, Sie haben einen schweren Fehler begangen. Benachrichtigen Sie die nächste Pinkerton-Agentur. Und wenn Sie hier weiter Ihren Dienst tun wollen, dann lesen Sie gefälligst, was am schwarzen Brett aushängt. Jawohl, Sir. Für mich? Danke, Jim. Ein Geschenk, Charlie. Sehr schön, das gefällt mir. Weißt du, mein Sohn Gast, der sammelt sowas auch gern. Ich freue mich darüber und ich danke dir. Ich steck's in die Tasche, ja? Damit ich's nicht verliere. Darüber freue ich mich. Hey, Charlie. Für Ihre Geduld, die Sie mit Jim haben, stehe ich tief in Ihrer Schuld. Wir verstehen uns, er ist ein lieber Junge. Außerdem wiegt meine Schuld wohl schwerer als Ihre. Sie haben übrigens noch nie erzählt, wie Sie beide zusammengekommen sind. Oh, das war so ähnlich wie bei Ihnen. Ich kam zufällig dazu, wie er verprügelt wurde. Cheyenne? Könnten noch Wölfe sein oder Kojoten. Aber wenn es Cheyenne sind, dann hoffe ich, dass Sie es nur auf unsere Tiere abgesehen haben. Ich auch. Aber wir werden sie nicht hergeben, oder? Entweder das oder sie nehmen sich unsere Haare. In guten wie in schlechten Tagen, ob reich oder arm, gesund oder krank, bis dass der Tod uns scheide. Mit dem Segen des Herrn erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Worauf wartest du? Küss die Braut! Thank you.
Was ist mit dir? Oh, nichts, nichts. Es ist ein schönes Fest. Ich will nur Ma Beatrice, die sich heute um den kleinen Ori kümmert, nicht so lange mit ihm allein lassen. Geh ruhig wieder rein. Wäre es nicht eine Schande, wenn jemand diesen braven Leuten die Tür verriegeln und dann das Haus anstecken würde? Ein Trauerspiel. Könnte aber geschehen, ne? Klingt irgendwie verlockend. Das ist nicht der wahre Grund, warum sie gehen, hm? Zu viele Erinnerungen werden wach. Nehmen Sie die Kutsche, Prudence. Ich werde ein Stück zu Fuß gehen. Augenblick, was sehe ich denn da? Ich habe was anderes vor. Ja. So was, das nenne ich Zufall, Mrs. May. Na Mädchen, du weißt doch genau, was wir vorhaben. Also mach kein unnötiges Theater, dann hast du es bald hinter dir. Sie sind ekelhaft. Aber was soll denn das? Du hast es doch schon so lange nicht mehr gehabt. Versuch es zu genießen. Lassen Sie mich in Frieden. Nein! Na wunderbar, du kommst mir ja entgegen. Hey, pack doch mal mit an, Mann, die kleine Bekannte aus dem. Hey, Tess, komm doch mal und hilf mir. Ja, ich tue es nicht. Schon, endlich. Mann, verdammt doch mal. Nein. Na also, nice. Tja, sehen Sie, diese Frau hier ist gestolpert und gestürzt und wir wollten ihr gerade wieder auf die Beine helfen. Ja, wir wohnen hier ganz in der Nähe und kamen zufällig vorbei. Und leisteten Nachbarschaftshilfe. Ja, Sir. Seht zu, dass ihr verschwindet. Jenks ist mein Name, Ma'am. Ich bin Mrs. Maine. Ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen, was, Ma'am? Ja, danke. Kommen Sie meinetwegen nach Mont-Royal? Nein, Ma'am, ich bin Geologe und untersuche den Boden auf Phosphate. Wer hat das veranlasst? Ich bin von einer Bank in Charleston damit beauftragt worden, Ma'am. Tja, also, Mr. Jenks, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Gern geschehen, Ma'am. Sagten Sie 10 Cent? Ich glaube, ich sagte 15, Ma'am. Aber Sie können es für 10 haben. Kaufst du mir das Band für meine Haare, Mama? Ich weiß nicht. Es war ein schweres Jahr, Sophie. Ma'am, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich könnte etwas Heu für mein Maultier gebrauchen. Dann könnten wir doch einfach tauschen. Sie würde mit dem Band ganz reizend aussehen. Da will ich erst meinen Mann fragen. Wenn Sie das für mich tun würden. Das wäre sehr freundlich. Papa ist draußen auf dem Feld. Ich werde ihn mal holen. Ja, tu das. Haben Sie vielen Dank. Haben Sie Freude daran, wenn ich Ihnen eine Schleife daraus binde? Wie wäre es, wenn Sie mir dafür zeigen, wo das Heu ist, schönes Kind? Ja, gut. Ja, bitte. Mr. Cooper. Verzeihen Sie mein Eindringen, Cooper, aber ich möchte Sie mit jemandem bekannt machen. Isabel Truscott, Mr. May. Mrs. Truscott ist daran interessiert, hier bei uns zu investieren. Und als ich ihr von den Phosphatfunden berichtet habe, hat sie... Ich danke Ihnen, Mr. Keyes. Sie waren sehr freundlich und hilfsbereit. Nach meiner Unterredung mit Mr. May werde ich wahrscheinlich noch mal auf Sie zurückkommen. Auf Ihre Bank. Sehr wohl. Wann immer Sie meine Dienste in Anspruch nehmen wollen, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Cooper? Keyes? Haben Sie ein zweites Mal geheiratet, Isabel? Nein. Aber mit Rücksicht auf Stanleys politische Ambitionen halte ich es für angebracht, bei geschäftlichen Verhandlungen unter meinem Mädchennamen aufzutreten. Cooper. Cooper, nach so vielen Jahren sind Sie auch heute noch ein äußerst stattlicher Mann. Soweit ich weiß, sind Investoren aus dem Norden in diesem Haus nicht sehr willkommen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Sie sind immer willkommen. Wie haben Sie, wenn ich fragen darf, von meinen Phosphatplänen erfahren? Wenn es um mein Geld geht, stelle ich selbstverständlich sorgfältige Nachforschungen an. Ich weiß alles über Ihre Phosphate. Und ich weiß auch, dass Sie noch für einige andere Unternehmungen Geldgeber suchen. Ich denke da an Mont-Royal. Ich darf fragen, an welche Art von Investitionen haben Sie dabei gedacht?
Ich glaube, es dürfte reichen, um eine voll funktionsfähige Phosphatmine und eine Düngemittelfabrik zu errichten. Die Bedingungen, entschuldigen unter denen Sie, aber ich befürchte, dass Sie im Moment kaum in der Lage sein werden, andere Bedingungen als die meinen zu akzeptieren. 51% für mich und das Übrige für Sie. Ich biete Ihnen dafür die 100%ige Finanzierung des Unternehmens an. Ich bin überrascht. Gilt dieses großzügige Angebot auch für meine anderen Firmen? Mein lieber Cooper, bitte werden Sie nicht unverschämt. Dieses Unternehmen wird auch für Sie so viel abwerfen, dass Sie in Zukunft bei Ihren Investitionen keinerlei Beschränkungen mehr unterliegen werden. Allerdings gibt es da noch ein Problem. Da Mont Royal nicht vollständig in Ihrem Besitz ist und Madeleine ihre eigenen geschäftlichen Interessen verfolgt, wird sie mit Sicherheit an den Gewinnen interessiert sein, die Sie dabei erzielen. Selbstverständlich können Sie sie daran beteiligen, wenn Sie das für richtig halten. Oh, und da wäre noch ein weiterer Gesichtspunkt. Den wir natürlich nicht außer Acht lassen sollten. Ich meine das Problem mit den Arbeitskräften. Die Leute müssen an uns gebunden werden. Und so eine Beziehung schafft man am einfachsten mit Hilfe eines Ladens, der auch von uns finanziert wird. Die Arbeiter kaufen dort, was sie brauchen, auf Kredit und das ist für alle von Vorteil. Ein firmeneigener Laden? Kennen Sie ein Geschäft, das dafür in Frage käme? Ich habe da schon was im Auge. Und ich habe auch den richtigen Mann für diesen Posten. Hey, was ist denn da los? Verdammt, da muss jemand Nägel in den Stamm geschlagen haben. Na, herrlich. Das hat uns gerade doch gefehlt. Geh das an. Sie sind verrückt! Sie sind vollkommen verrückt geworden! Guten Morgen! Schön, Sie zu sehen, Cooper. Wer war denn so verrückt und hat diese Schule wieder aufgebaut? Ich war es nicht. Es waren die Landarbeiter, die an die Zukunft ihrer Versuchen Kinder denken. Versuchen Sie nicht, mich für dumm zu verkaufen. Sie wissen Hören genau, Sie auf, meine... Cooper! Waren Sie es oder Jolly oder Gettys? Oder war es dieser wild gewordene Pöbel, der sich so anmaßend Bruderschaft nennt, der unser einziges Sägeblatt kaputt gemacht hat? Ihr Sägeblatt ist kaputt gegangen? Das tut mir aber leid. Das wird George Hazard sicher gar nicht glücklich machen. George weiß noch nichts davon. Es gibt einiges, wovon er noch nichts weiß. Was denn? Nun, dass ich mit Unterstützung seiner Schwägerin Isabelle Hazard hier auf Mont Royal eine Phosphatmine aufbauen werde. Mont Royal gehört immer noch mir. Solange Sie weiterhin das Geld für die Hypotheken aufbringen können, ja. Aber wenn Ihr Sägewerk nicht arbeitet, dann sehe ich schwarz für Sie. Zu früh. Aber wenn ich es nicht schaffen sollte, dann wünsche ich Ihnen nur das Allerbeste. Warum sollten Sie mir das wünschen? Weil ich nicht fähig bin, Ihnen etwas nachzutragen, Cooper. Sie sind verrückt. Vielleicht, aber damit muss ich fertig werden. Sie sind jedenfalls keine Dame. Waren Sie es jemals? Ich habe es nie behauptet. Ach, zum Teufel mit Ihnen. Warum kommt er durch den Kamin? Ich weiß nicht, das hat sich Santa Claus einfach so ausgedacht. Und was ist, wenn er stecken bleibt? Oh, Santa Claus kann zaubern, keine Angst, der kommt überall durch. Aber wenn doch... Oh, wenn wir jetzt nicht losgehen, schaffen wir unsere Einkäufe nicht. Na, geh schon. Bis nachher. Klaus. Was suchst du denn hier? Das war nicht sehr geschickt, Charlie May. Sie tauchen auf wie ein Gespenst. Sie haben Willa und den Jungen ganz schön erschreckt. Kommen Sie rein. Alter. Noch immer nichts? Mr. Tackett sagte, das Sägeblatt ist noch nicht fertig. Ich hatte fast den Eindruck, dass er es absichtlich rauszögert, Madeleine. Das riecht mir doch stark nach der Bruderschaft. Ist euch sonst noch was aufgefallen? Wir waren noch bei Gettys im Laden. Der Mann hat die Preise unverschämt erhöht. Oh, man bekommt dort alles, was man haben will. Vorausgesetzt, man unterschreibt oder macht einfach ein Kreuz. Das Dumme daran ist, dass jeder $12 im Monat zahlen muss.
Und weil der Lohn bloß alle 6 Monate gezahlt wird, schlägt er noch etwas auf, was er Zinsen nennt. Er nimmt keinerlei Bargeld an, nur irgendwelche Warengutscheine, die ich noch nie gesehen habe. Sie heißen Scrip. Auf diese Weise werden Sie Ihre Schulden nie los. Das ist die neue Form der Sklaverei. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Ich fürchte, ja. Ich bin Soldat, ich habe nichts anderes gelernt. Unsere Armee braucht zivile Kundschafter, Scouts. Aber viele haben einen Leumund, der, sagen wir, fragwürdig ist. Und was befähigt mich dazu? Sie haben hinter der Front überlebt. Sie haben wertvolle Erfahrungen gesammelt. Das ist nicht zu unterschätzen. Wenn ich mich dazu entschließe, legen Sie dann ein gutes Wort für mich ein? Das ist doch selbstverständlich. Und was ist mit Elkena Bent? Sie haben George Hazards Telegramme erhalten? Ja. Den hätte man schon vor Jahren aufknüpfen sollen. Es hätte uns allen viel Kummer erspart. Irgendwann wird er erwischt, aber bis dahin passen Sie gut auf sich auf. Der Mann ist wahnsinnig. Meinetwegen kann er kommen. Ich bin auf alles vorbereitet. Und was ist mit Willa? Was soll mit ihr sein? Warum behandeln Sie sie so schlecht? Sie ist in Gas vernarrt und sie kümmert sich rührend um ihn. Ich habe sie nicht darum gebeten. Ja, sie tut es für Gas und weil sie liebt. Auch darum habe ich sie nicht gebeten. Charlie, gehen Sie und reden Sie mit ihr. Wir sind aus solchem Stoff, aus dem die Träume sind. Und unser flüchtiges Leben endet in tiefem Schlaf. Bereitet eine Tournee vor. Vielleicht können wir uns irgendwo unterwegs treffen. Willa, ich weiß nicht, ich hab... Auch wenn ich es wollte, ich kann es nicht. Es ist das Beste, wenn wir uns nicht mehr sehen und ich wäre dir dankbar, wenn du auch Gast nicht mehr siehst. Charlie, komm mit mir nach oben, ich bitte dich. Dann können wir über alles in Ruhe reden. Dabei würde es ja doch nicht bleiben. Wir können uns auch einfach nur festhalten. Charlie, ich liebe dich. Gib mir bitte eine Chance. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Doch, du weißt es. Sag's mir. Im Westen, da haben wir, ich weiß gar nichts mehr. Komm, lass mich dir doch helfen. Thank you.
Hier, siehst du das? Als ich in der Prärie unterwegs war, da hat mir das ein Freund, der hieß Jim, geschenkt. Ich habe dabei sehr oft an dich gedacht. Und du hast mir das geschenkt. Jetzt habe ich zwei davon. Damit ich immer an euch beide denke. Weißt du, Gus? Du bist ein toller Bursche. Ich bin sehr stolz auf dich. Charlie, ja? Ich will nicht stören, aber ich muss Sie kurz sprechen. Ja? Ich habe einen Posten als Scout für Sie gefunden. Im Westen? In Fort Leavenworth, Kansas. Das ist gut. Ich nehme den Posten an. Ist die Begnadigung trotz Johnsons Schwierigkeiten noch gültig? Ja, sicher. Erst wenn ich diesen Denunzianten erwischt habe, kann ich den wahren Sachverhalt aufklären. Du lässt mich schon wieder allein. Wann kommst du wieder? Ich weiß nicht. Ist das für dich wirklich so wichtig? Was hast du in der Prärie erlebt? Was ist dir widerfahren? Bitte, sag es mir. Ich kann dir dazu nichts sagen. Es ist einfach so, wie es ist. Es ist eine alte, offene Rechnung. Du Bastard! Und du musst dich begleichen. Du hast mich nur benutzt, Charles Maine. Das tut mir leid, Willa. Gut, Sie brauchen bloß noch Ihr Zeichen drunter zu setzen. Darf ich mir mal einen von diesen Arbeitsverträgen ansehen? Warum? Wollen Sie sich bei uns um Arbeit bewerben? Nehmen Sie meinen, Miss Madeline. Nein, das darf ich nicht zulassen. Das ist nicht erlaubt. Tut mir leid. Mach hier dein Zeichen. Aber vielleicht wollen Sie aufgrund der etwas angespannten Lage auf Montreal die Sachen auf Kredit kaufen. Ist das richtig, was man sich erzählt? Hier kaufen alle auf Kredit? Na sicher. Für geleistete Arbeit räumen wir allen Nachbarn Kredit ein. Sie bieten so eine Art Jahresvertrag an, nicht? Wir legen noch Bargeld auf den Tisch. Moment, Moment. Sie wollen auf die Vorteile, die wir Ihren Leuten einräumen, verzichten, ma'am? Ich zahle hier und jetzt. Ja, bitte? Mr. Cooper, Mrs. Maine ist da, Sir. Guten Tag, Cooper. Was wollen Sie? Ich wollte mit Ihnen über die Arbeitsverträge reden. Die für die Arbeiter in Ihrer Mine. Die gehen Sie nichts an, Madeline. Mit diesen Verträgen werden hart arbeitende, anständige Menschen ganz bewusst in eine schlimme neue Abhängigkeit hineingezwungen. Sie meinen natürlich die Neger. Allerdings. Und wie ich Sie kenne, fühlen Sie sich persönlich betroffen. Ja, zutiefst. Sie wissen nur allzu gut, dass Sie nicht lesen können. Und ich bin ganz sicher, Sie haben nicht einen Augenblick daran gedacht, die Leute über diese Verträge aufzuklären. Ich wollte Ihrer Lehrerin in Ihrer Schule auf keinen Fall zuvorkommen. Ich habe einen Vertrag mit Ihnen und der garantiert mir auf Montreal gewisse Rechte. Ich werde Ihre Methoden unter keinen Umständen dulden. Sie haben das Recht, dort zu wohnen, solange Sie die Hypotheken zahlen können. Einer der besten Juristen von Charleston ist der Meinung, dass Sie, wenn Sie weiterhin dort wohnen wollen, sehr sorgfältig darauf achten müssen, dass die Zahlungen pünktlich erfolgen. Und wenn Sie sich weiteren Ärger ersparen wollen, dann stecken Sie nie mehr Ihre Nase in meine Geschäfte. Welchen Ärger wollen Sie mir noch bereiten? Oh, Cooper, was ist bloß aus Ihnen geworden? Ich versuche gerade, das zurückzugewinnen, was Sie und andere zerstören wollten. Meinen Stolz. Oh, Kalifornien ist wunderschön. Es ist warm, jeden Tag scheint die Sonne. Auf der einen Seite gibt es die herrlichsten Berge, auf der anderen den Ozean. Und in ganz bestimmten Flüssen, da soll es sogar Gold geben. Hast du schon mal welches gefunden? Nein, noch nicht. Aber ich werde bestimmt weitersuchen. Gold ist zwar sehr wertvoll, aber du bist viel mehr wert. Dürfen wir wirklich zu Besuch kommen, Tante Brett? Oh ja, gern. Ich würde mich sehr darüber freuen. Aber entscheiden kann das allein euer Vater. Dürfen wir, Papa? Was? Entschuldigt mich bitte. Ja? George, wir machen uns große Sorgen um dich. Und leider gibt es auch Ärger im Stahlwerk, George. Ich habe zwei Neger eingestellt und daraufhin haben sechs von den besten Leuten mit der Kündigung gedroht. Weiße.
Werfen Sie sie raus. Was? Feuern Sie die 6 und behalten Sie die 2. Gut, aber die Verantwortung dafür übernehmen Sie... Brad, komm her, ich will dir mal was zeigen. Wir konnten Bens Spur bis nach Chicago verfolgen. Von hier nach Pittsburgh, nach Canton, Ohio und weiter nach Columbus. Dort wurde er mit dem auffälligen Ohrring gesehen. Erinnern Sie sich, Jack? Und bei Gott, ich schwöre, es war der von Constance. George, bitte. Und 6 Tage danach haben Pinkertons Leute seine Spur in Chicago verloren. George, hör bitte auf. Du bist ja wie besessen. Erlaub mir, die Kinder wieder mit nach Kalifornien zu nehmen. Nur für eine Weile, bis alles vorbei ist. Es wird erst dann vorbei sein, wenn dieser Wahnsinnige gefasst worden ist. Nein, es wird dann vorbei sein, wenn du endlich aufhörst. Ben wird auf keinen Fall aufhören. Solange du hinter ihm her bist, glaubt er, er muss sich wehren. Du jagst mir Angst ein, George. Hast du schon mal daran gedacht, was du deinen Kindern antust, wenn du dich so gehen lässt? Die Kinder sind hier sicher aufgehoben. Und du kannst so lange hierbleiben, wie du willst. Aber was meine Angelegenheiten angeht, und ganz besonders diese, da mischst du dich nicht ein. Der Agent Jupiter Smith, Sir. Er soll gleich reinkommen. Entschuldigen Sie mein unangemeldetes Erscheinen. Ich nehme den nächsten Zug nach Westen und wollte Ihnen vorher noch diesen Bericht aushändigen. Sagen Sie mir, was drinsteht. Wir haben Bens Spur wieder aufgenommen, auf einer kleinen Farm im südlichen Illinois. Dort hat er eine junge Frau überfallen, Sir. Er hat sie nicht getötet, sie ist aber schwer verletzt. Oh mein Gott. So viel zu meiner Besessenheit. Wir vermuten, dass er als nächstes nach St. Louis will. Und dann werden wir weitersehen. Ich möchte wetten, er ist hinter Charlie Main her. Mal eine Karte. Na, wer zieht noch mal eine Karte? Na, wer hat Mut? Wer wagt es noch mal? Hey, nimm deine ungewaschenen Finger weg. Nimm eine Karte. Es tut überhaupt nicht weh. Und jetzt zeig sie bitte allen Leuten. Und sieh sie dir selber auch genau an. Sieh dir die Karte genau an, aber zeig sie nicht mir. Meine Augen sind geschlossen. Und jetzt gib die Karte wieder her. Leg sie wieder auf den Stapel. Pass gut auf, wie ich für dich mische. Meine Augen sind geschlossen. Überzeug dich, dass meine Augen geschlossen sind. Na los! Such deine Karte aus dem Stapel raus. Wo ist sie denn, die Karte? Nein, 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 du brauchst nicht weiter zu suchen. Hier ist sie. Ah, das nicht die Karte ist da. So, und jetzt fesselt mich mal. Ihr habt es doch schließlich gelernt, oder? Sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Gebt mir Bescheid, wenn die Fesseln richtig gut sitzen. Sagt mir Bescheid, wenn ihr soweit seid. Alles klar? Seht es euch an, seht es euch an. Du, komm mal her, siehst dir genau an. Ja, sehr schön festgeworden. Du, komm mal her, du kannst ruhig kommen. Du weißt nicht, ob du was siehst. Du siehst nichts. Was? Was hast du gesagt? Du kannst nichts sehen? Hast du vielleicht das hier gesucht? Seht ihr die Hand? Und was seht ihr da? Hey, was macht ihr da? Hat's euch gefallen? Hey, ihr Dunkelhäutigen da! Das ist in unserem Lager nicht erlaubt. Lassen Sie ihnen den Spaß, sie tun doch keinem was. Sie benehmen sich wie die Affen, das ist unsoldatisch. Es ist doch ein ganz harmloses Vergnügen. Das Soldatenleben ist schon hart genug, finden Sie nicht auch, Lieutenant? Was zum Teufel verstehen Sie denn schon davon? Wahrscheinlich wesentlich mehr, als Sie je erfahren werden. Sie sollten sich vielleicht doch eine sinnvollere Beschäftigung suchen, Lieutenant. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte Ihnen nur danken, Sir. Schon gut, er war im Unrecht. Und nennen Sie mich nicht Sir, ich muss genau wie Sie arbeiten. Mein Name ist Charlie. Sie sind Scout? Oh. Also mich nennen Sie Magic Magie. Ja, das kann ich gut verstehen. Hören Sie, ich habe mein Zelt da drüben bei den Pferden. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie einfach mal vorbei, dann trinken wir einen Schluck. Ich höre da einen südlichen Akzent. Wollen Sie wirklich einen mit mir trinken? Kommen Sie vorbei. Ich habe gehört, wir ziehen gegen die Indianer. Mhm. Wenn es sein muss. Aber meistens werden wir Wagentrecks und Postkutschen eskortieren. Hoffen wir, dass das die weniger friedlich Gesinnten abschreckt. Um ehrlich zu sein, ich mag die Indianer eigentlich. Bis auf einen ganz speziellen. Nein, danke. Ein oder zwei reichen mir. Ich will keinen Ärger mit den Offizieren bekommen. Und schon gar nicht mit den Unteroffizieren. Sie können lesen und schreiben, Midji? Ja. Man
Ein begabter Zauberkünstler sind Sie auch. Und wie sind Sie da zu den Soldaten gekommen? Es gibt nur wenige Leute, die farbige Zauberkünstler suchen. Und das hier ist besser, als in einem Bostoner Saloon die Spucknäpfe zu leeren. Das war's, was ich als letztes gemacht habe, bevor ich gelesen habe, dass die jungen Schwarzen etwas mehr wert sind, wenn sie das Blau der Armee tragen. Wenn Sie genauso gut reiten und schießen können, werden Sie rasch Karriere machen. In Zukunft soll man auch aus den unteren Rängen aufsteigen können. Ich kann Offizier werden? Nun, so weit sind wir noch nicht. Aber die meisten Unteroffiziere werden aus Ihren Reihen kommen. Warum sind Sie als Scout zum Militär gegangen? Sagen wir, ich suche einen Freund von mir. Scheint was Persönliches zu sein. Der Mann heißt Narbengesicht. Das ist sehr persönlich. Ach, bitte. Ja? Wo finde ich General Duncans Haus? Sie stehen fast davor, Sir. Zeit für deinen Mittagsschlaf, mein Schatz. Sie willkommen. Mein Name ist Francis Cardozo. Ich hatte das unverdiente Glück, frei geboren worden zu sein. Und ich fühle mich zutiefst geehrt, dass ich von denen, die dieses Glück nicht hatten, gewählt wurde, um unsere heutige Versammlung zu leiten. Jeder, der heute hier sprechen möchte, hat das Recht dazu. An diesem Tisch dort sitzt unser Protokollführer. Und wenn ihr euren Namen nicht schreiben könnt, dann sagt ihn ihm, er wird ihn für euch notieren. Ihr braucht dann nur noch euer Zeichen daneben zu setzen. Also keine falsche Zurückhaltung. Sagt frei heraus, was ihr auf dem Herzen habt, bitte. Er hat dich gemeint, also los, steh auf, Isaac. Willkommen, meine Freunde, willkommen. Unser Treffen heute verfolgt einen ganz besonderen Zweck. Wir appellieren für unsere gerechte Sache an die weiße Bevölkerung von South Carolina. Wir behaupten nicht, weiser oder tugendhafter zu sein als andere. Aber wir fordern die Weißen auf, in aller Ernsthaftigkeit und in versöhnlichem Geiste uns endlich als gleichberechtigt zu akzeptieren. Ich erkläre den ersten Kongress der farbigen Bevölkerung für eröffnet. Bis vor kurzer Zeit noch besaßen die Weißen alles Land. Und jetzt haben wir das Recht, eigenes Land zu erwerben. Aber bis wir das Land erhalten und es für uns bearbeiten dürfen, können die ehemaligen weißen Herren nach Belieben über uns verfügen und uns auch verhungern lassen, wenn sie wollen. Gebt uns endlich das Land, sage ich. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Unser nächster Sprecher ist Isaac Kano. Ja! Isaac! Danke, sehr freundlich. Ich bin, weiß Gott, kein besonders guter Redner. Aber ich habe in der letzten Zeit lange und gründlich nachgedacht. Ich habe besonders darüber nachgedacht, wie es ist, ein freier Mann zu sein. Das ist etwas, das ich früher nie kennengelernt habe. Jetzt bin ich verheiratet. Und ich denke viel darüber nach, wie es sein wird, wenn wir Kinder haben. Und ich überlege, wie mein Leben wohl weitergehen wird. Und natürlich kommt mir auch manchmal mein Tod in den Sinn. Ich finde, ich glaube, unsere heutige Proklamation sollte der weißen Bevölkerung zeigen,
dass wir nicht anders sind als sie. Worin unterscheiden wir uns? Sie sollten verstehen, dass wir so fühlen wie sie. Dass wir so lieben wie sie. Und dass wir so Kinder bekommen wie sie. Der Herr weiß, dass uns von einigen ihr Blut mitgegeben wurde. Und wie viele von unseren Müttern haben weißen Säuglingen aus ihrer Brust die Milch gegeben. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir den Weißen oder doch einem Teil der Weißen einmal sagen, dass, wenn sie tot sind und wenn wir tot sind, wir alle in derselben Erde unsere letzte Ruhe finden. Und dass wir, wenn wir in den Himmel kommen, wir alle vor denselben Herrn treten müssen. Ich glaube, dass jetzt über die gewaltigen Unterschiede zwischen schwarzen und weißen Menschen genug gesagt worden ist. Ich danke euch. Hören Sie sich das an, Mr. Cato. Hören Sie sich das an. Ich habe doch nur gesagt, was ich denke. Sie haben die Herzen erobert. Ihre Worte werden noch lange in uns nachhallen. Gott möge Sie segnen, Mr. Kano. Ich danke Ihnen. Wofür? Sie haben mich Mister genannt. So bin ich noch nie angesprochen worden. Ich glaube, ich habe die richtigen Worte gefunden, nicht? Du hast ihnen Mut gemacht und ihr Selbstvertrauen gestärkt, Isaac. Vielleicht. Nicht vielleicht, bestimmt, Isaac. Und zu was macht uns das? Zu echten Amerikanern. Ja. Absteigen, Nigger! Ich sagte, runter vom Pferd! Habt ihr nicht gehört, was er gesagt hat? Runter! Das wird schlimm. Ruhig, mein Alter, ruhig. Oh, euer edles Pferd ist durchgegangen, Gentlemen. Aber da ihr nun schon mal hier seid, warum tanzt ihr nicht für uns, hä? Tanzt für uns, Leute! Na los, fangt an! Was sagt man dazu? Die wollen nicht tanzen. Die waren auf einer Niggerversammlung und benehmen sich wie Weiße. Die wissen nicht mehr, wie man tanzt. Wir werden es euch beibringen. Madeline! Madeline, kommen Sie bitte! Da stimmt was nicht. Was ist denn? Prudence, holen Sie das Gewehr. Letzte Gelegenheit zum Tanzen, Leute. Lauf, Titus! Lass sie nicht entwischen! Saublöder Nigger! Hilfe! Hilfe! Helft mir doch! Helft mir, Hilfe! Los, geben Sie hier. Jane, steig auf. Du kommst mit. Dieses Ungeziefer kann nicht tanzen. Ihr könnt euch nur prügeln und davonrennen. Ihr glaubt, ihr seid Amerikaner. Das wart ihr nie und das werdet ihr nie.
mit ihm, Leute! Gott! Jesus, achte auf ihn! Ja, warum nicht gleich so? Das nenne ich tanzen. Und jetzt den anderen. Noch ein bisschen mehr. Na los, komm schon. Stell dich nicht so an, das nutzt dir noch nichts. Hey, du leg doch mal die Schwinge rum. Lass ihn sofort los. Hey, wer gibt denn hier plötzlich die Befehle? General Ori Mains Witwe und diese doppelläufige geladene Schrotflinte. Und jetzt macht ihn los. Und dann verschwindet, so schnell ihr könnt! Oh mein Gott! Nein! Nein! Isaac, bitte! Oh, oh Gott! Bitte, bitte! Lass mich nicht allein! Bitte! Isaac, nein! Das wäre alles. Warte. Abteilung rechts und halt! Corporal, lassen Sie die Männer wegtreten. Abteilung, absitzen und wegtreten! Und nach dem Feuern wieder absetzen. Ja, Sir. Sie scheinen sich ja richtig wohl zu fühlen. Ist besser als Spucknäpfe putzen. Guten Tag. Aber Sie wissen ja, ich bin vielseitig. Und ein paar Leuten habe ich auch schon was übers Theater beigebracht. Ein paar Kameraden aus meiner Abteilung würden sich gerne mal eine Vorstellung ansehen. In der Stadt gibt's zwar so eine Art Theater, aber die verkaufen keine Karten an Farbige. Ist das wahr? Leider. Heutzutage verändern sich viele Dinge erstaunlich schnell. Da kommt, meine Süßen, das Ganze noch mal von vorn. Warum trage ich diesen Bart? Noch nie habe ich derartiges gesehen. Mein Bart und Haar sind lang und weiß. Ihre Karten und das Wechselgeld. Danke. Kann ich Ihnen helfen? Na, das will ich doch hoffen. Verkaufen Sie Karten an Farbige? Auf keinen Fall, denn wenn wir es täten, würden wir alle anständigen Leute vergraulen. Ah ja. Ach, ist Sam Trump zufällig da? Sie kennen Mr. Trump? So könnte man sagen. Er ist sehr beschäftigt, genau wie ich. Was soll das? Was habe ich Ihnen getan? Ich, Was zum Teufel? Sie? Hinaus! Sie haben sie genug gequält. Ich bin nicht wegen Billa gekommen. Ich will Eintrittskarten. Karten? Ah. Das ist Mr. Serlos Sache, nicht meine. Nein, Sam, die Karten sind für farbige Soldaten. Schwarze? Ja, schwarze. Verkaufen Sie ihm die Karten. Unsere Prinzipien erlauben keine Neger in der Vorstellung. Dann werden wir in Leavenworth nicht spielen. Um des lieben Friedens willen verkaufen Sie ihm die Karten. Wie Sie wollen, aber dann wird nicht ein Weißer erscheinen. Und Sie werden es schmerzlich bei den Einnahmen spüren, das schwöre ich Ach, Ihnen. Ach was, hören Sie auf. Hier, wollen Sie einen Schluck? Lassen Sie noch etwas für mich übrig. Sie müssen nüchtern bleiben, Sam. Das werde ich ja wohl jetzt, dank Ihrer Vorsorge. An die Arbeit, meine lieben Kinder. Von vorn das Ganze. Was trage ich diesen weißen Bart? Danke, du hast Sam damit sehr geholfen. Ich danke dir für deine Hilfe bei den Karten. Vielen Dank, Willa. Hast du deine Angelegenheit in der Prairie geklärt?
Nein, bisher noch nicht. Alles gut. Muss denn der Jud nicht gnädig sein? Was zwingt mich denn dazu? So sagt es mir. Die Tugend der Gnade ist nicht zu erzwingen, solang vom Himmel sanft der Regen auf das Gesicht herniederfällt. Sind zweifach wir gesegnet. Ebenso wie der gibt, so möge auch der gesegnet sein, der nimmt. Des Lebens Thron sei hier die Gnade, nicht die Krone. Und selbst das stolz erhobene Zepter sei ihr untertan. Sie wohne im Herzen jedes wahren Königs. Sie ist das Beste, das Göttliche in unserem Leben. Und so betet denn für uns und fleht darum, dass dies Gebet uns lehre, gnädig sein. Wenn ich zu viel sprach, dann verzeiht doch, recht sollt nicht in Rache sich verwandeln. Du veränderst nicht bloß das Stück. Du veränderst auch gleich noch meine ganze Inszenierung, meine Liebe. William Shakespeare dürfte wohl kaum gnädig zu dir sein. Ich hatte etwas zu sagen. Ich hoffe, der Angesprochene hat es gehört. Hat endlich den Vorwand, auf den er so lange gewartet hat. Ich kann die Hypothek für diesen Monat nicht mehr zahlen. Madeline. Nehmen Sie das Geld von George Hazards Konto. Gehen Sie zu seinem Mann. Nein, das kommt nicht in Frage. Das Sägewerk ist am Ende. Wenn Sie sich jetzt nicht helfen lassen, dann stoßen Sie Ihre Leute wieder zurück in die Sklaverei. George ist Geschäftsmann, er will Geld verdienen. Glauben Sie etwa, er weiß nicht, was Isabel treibt? Meinen Sie denselben Mann, der Seite an Seite mit Isaac geschuftet hat? Ich kann einfach nicht mehr, Prudence. Sie wollen nicht. Sicher, niemand kann Sie zwingen. Soll Cooper doch seinen Sieg feiern. Was kümmert Sie das? Sie sind eine bornierte, selbstsüchtige, verwöhnte Südstaaten-Lady. Wenn er mich an Jack Quinlan verweist, wenn ich bei ihm auch nur ein winziges Fünkchen Mitleid entdecke, dann schwöre ich. Was ist denn schon wieder los? Ich halte mich nur an Ihre Anweisungen, George. Sie wollten wissen, wenn Isabel versucht, sich in Ihre Angelegenheiten einzumischen. Sie hat ins Haus Caroline. Auf Mont Royal. George. Madeline. Nur Sie können jetzt noch helfen. Bei wem ist dieser Partnerschaftsvertrag zwischen Cooper und Isabel hinterlegt? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist aber sehr wichtig, Madeline. Davon bin ich überzeugt, George, aber... Verzeihung, ich meinte es nicht so. Ich bin sicher, wir finden den Vertrag, egal wo er ist. Die ganze Sache hat mich nur furchtbar wütend gemacht. Was ist das? Bent, ich bin ihm auf der Spur mit Hilfe der Pinkerton-Detektei. Ich möchte Ihnen jedenfalls für Ihr Kommen danken. Oh, das war doch gar keine Frage. Sie haben schließlich erheblich in Mont Royal investiert.
Das war aber nicht der einzige Grund für ihr Kommen, nicht? Nein. Das war nicht der einzige Grund. Edwin. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Mrs. Main wird heute über Nacht hierbleiben. Und wir brauchen morgen für den ersten Zug nach Washington zwei Fahrkarten. Sehr wohl, Sir. Jack, beschaffen Sie mir alle Unterlagen über eine Teilhaberschaft in South Carolina. Ich danke Ihnen, Mrs. Main. Sie haben erreicht, was keinem sonst gelungen wäre. Etwa eine halbe Meile von hier. Na dann vorwärts, Mr. Main. Wir folgen ihm. Links um. Vorwärts. Galopp. Ich bedauere, Sir. Aber wir konnten nicht ahnen, dass es eine Falle ist. Und der Scout war der Meinung, dass es wieder in Gefahr sind. Entschuldigung, Sir. Sie? Das ist Ihr Scout? Ja, Sir. Mr. Main. Zum Sammelnblasen! Ihr Hauptlager ist am Cottonwood Creek. Während wir die Krieger ablenken, hätte die Truppe das Lager angreifen sollen. Das haben Sie uns gründlich verdorben. Wo ist mein Pferd? Main! Nicht nur, dass Sie ein verdammter Verräter sind, Sie sind auch immer noch an dieser Tür. Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie hängen zu sehen. Da können Sie lange warten. Oh.
Mucks. Und ich tue ihr sehr weh. Morning, Wolf. Weißt du noch, wer ich bin? Entschuldige bitte, ich verstehe dich nicht. Wo ist Adolphus? Das ist ein kleiner Freund. Der wachsame Krieger, so nennt ihr ihn. Und seine Leute haben ihm das Leben genommen. Das wusste ich nicht. Weißt du, wo ich den wachsamen Krieger finde? Du willst sein Leben? Ja, ich werde ihn töten. Er war hier. Vor 3 Tagen. Er ist weg. Du musst ihn suchen. Er ist verschwunden. Er und seine Bande haben 3 Meilen östlich von hier einen Wagentreck angegriffen. Du musst suchen. Ich glaube dir, Running Wolf. Ich. Soldaten werden kommen und die werden auch nach ihm suchen. Verstehst du? Das ist meine Frau. Wir sind alt. Hier leben nur Kinder und Frauen. Wir sind nicht im Krieg. Sicher, ich weiß es. Hornisch! Zum Angriff, Dasen! Attacke! Attacke! Vermehren sich wie die Karnickel und machen immer mehr Krieger zur Hölle mit den roten Teufeln und mit ihnen! Hören Sie auf! Hören Sie auf! Halten Sie Ihre Männer zurück! Ja! Sergeant, fertig machen zum Abrücken, sammeln Sie die Männer am Ausgang des Lagers. Zu Befehl, Sir. Vorbei.
Gegenformation antreten lassen. Sie sind ein Verbrecher. Ein gemeiner Verbrecher. Davon würde ich Ihnen abraten, Sir. Ich würde Ihnen raten, ganz schnell zu verschwinden. Sir. Kommen Sie zurück! Warum wollen Sie wieder weglaufen? Charlie, was soll aus Ihrem Sohn werden? Denken Sie mal an das! Charlie, kommen Sie zurück!